Hier möchte ich die Spiegeltherapie erläutern, die viele Anwendungsgebiete hat. Für diesen Film zeige ich, wie die Spiegeltherapie bei Schlaganfällen anwendbar ist. Als erstes einige Erläuterungen, die sich jeder selber durchlesen kann. Für die Spiegeltherapie brauche ich lediglich einen Spiegel, den ich befestige. Hier in diesem Fall habe ich den Spiegel mit einer Schnur an die Lampe befestigt. Nun noch etwas zur Vorbereitung. Da, wo der Nussknacker liegt, wird die gesunde, funktionstüchtige Hand liegen. Wo die Apfelsine liegt, wird die Hand liegen, also hinter dem Spiegel, die nicht funktionstüchtig ist. So ist das schön zu sehen. Die kranke Hand liegt hinter dem Spiegel. In diesem Fall bin ich mein eigener Proband. Kommen wir nun zur Anwendung. Die gesunde Hand lege ich vor dem Spiegel. Die kranke Hand lege ich hinter den Spiegel. Im Spiegel sehe ich zwei Hände. Ganz wichtig ist, dass ich während der Anwendung in den Spiegel hineinsehe auf die Hand im Spiegel. Dann mache ich, wie das hier zu sehen ist, Übung, dass ich die Zahlen von 1 bis 5 zähle und dabei mit den Fingern mitzähle. So, wie das hier zu sehen ist. So, hier ist das nochmal zu sehen. Auf der linken Seite ist die gesunde Hand, rechts die, wie ich jetzt ich zeige, die kranke Hand, die nicht funktionstüchtig ist. Ja, so, schön zu sehen. So, hier dann ein anderer Blickwinkel. Nun nehme ich verschiedene Gegenstände, wie hier die Apfelsine, und mache mit der Hand verschiedene Übungen. Die kranke Hand liegt weiter hinter dem Spiegel und ich sehe direkt in den Spiegel hinein auf die Hand im Spiegel. Damit wird mir der Eindruck vermittelt, als ob die kranke Hand gesund wäre. Als nächsten Gegenstand habe ich einen Nussknacker ausgesucht. Mit dem werde ich nun auch einige Übungen machen, dass ich ihn auf und zu drücke. Und immer in den Spiegel sehen. Ich muss sagen, dass dies wirklich täuschend echt wirkt, wenn ich in den Spiegel hineinsehe und ich die Hand dort sehe, denke ich, dass dies die ungesunde Hand ist. Nun hier eine Schere zum Üben. Auf, zu, auf, zu.
So. Nun kommt ein Nudelholz. Und die kranke Hand liegt weiter hinter dem Spiegel. Nun ein anderer Gegenstand, eine Plastikdose. So, als nächsten Gegenstand habe ich dann einen Fleischklopfer ausgesucht, weil dieser Fleischklopfer, wie oben hier zu sehen ist, Rillen hat. Und wenn ich darüber mit Handfläche fahre, der Innenhand, ja, das soll der linken, nicht gesunden Hand Impulse geben. So, immer reiben schön. So, hier die Rillen, wie ich eben gesagt habe, ja, die sollen die Motorik, das Feingefühl wieder zurückbringen in die linke Hand. Dann hier nochmal ein anderer Blickwinkel. Die kranke Hand liegt hinter dem Spiegel und das sieht wirklich täuschend echt aus. Ja? Man denkt, die linke Hand liegt vor dem Spiegel, was nicht der Fall ist. So, also die linke Hand im Spiegel. So, wie ich sagte, immer auf die Hand im Spiegel gucken, sich darauf konzentrieren. Ja. So, hier noch einmal der Nussknacker. Ja. Und immer dabei in den Spiegel auf die Hand gucken. Dann habe ich in eine Schüssel Erbsen getan und greife nun hinein. Dies soll das Feingefühl in der linken Hand wieder neu wecken. Bei diesen ganzen Anwendungen ist es wichtig, dass man nicht abgelenkt wird. Keine Musik hören, kein Fernsehgerät anhaben, absolute Ruhe. Sich nur auf die Hand im Spiegel konzentrieren. So, dann noch einmal die Hand hier aus einer anderen Blickrichtung. Das sieht wirklich täuschend echt aus. Ja, die gesunde Hand und die in Anführungsstrichen kranke Hand, die linke Hand im Spiegel. Diese Übung dreimal täglich machen, zwischen 10 und 15 Minuten. Sollte man merken, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dann die Anwendung abbrechen. Aber das habe ich alles hier am Ende aufgeschrieben. Das kann man sich nun in Ruhe durchlesen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Film kranken Menschen helfen kann.